Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leseecke, nämlich Leseecke 52. Und heute lesen wir aus dem Buch Verlaufsbeurteilung der Homöopathie, Krankheitsdynamik und Patientenführung von Beat Spring. Und ich glaube, wir haben aus dem Buch schon mal gelesen. Es kommt mir sehr bekannt vor, auch vom Sehen her. Ich habe es nämlich selber noch nicht durchgearbeitet. Deshalb habe ich es mal wieder vorgenommen. Da ich es noch nicht durchgearbeitet habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Also Möglichkeit A, ich hatte noch keine Zeit. Möglichkeit B, es ist nicht so ein gutes Buch zum Lesen. Ne? Also inhaltlich gar nicht. Ne? Aber so manche Bücher lesen sich so schwierig, dass es dann keinen Spaß macht, ehrlich gesagt, das durchzuarbeiten. Ich glaube, das hatten wir auch mit dem Buch vom Ortega. Ne? Ist auch ein super Buch, liest sich aber grässlich. Ne? Weil manchmal in so einer alten Sprache oder so viele Fachwörter, dass ich dann alles nachschlagen muss. Ja, nun, gibt sich ja auch dafür ein Klientel. Ne? Also, und zwar habe ich aufgeschlagen, Seite 53, Modelle der Evaluation, und habe dann da gefunden, Heringsche Regel, Hierarchie der Organe und so, und habe gedacht, oh, geil, ich muss das unbedingt mal lesen. Soweit werden wir wahrscheinlich auch nicht kommen, aber ich werde mich ein bisschen kürzer halten mit meinem Rumausgeschweife, so vielleicht schaffen wir dann ein paar der Überschriften, die mich nämlich auch selber interessieren. Also, die Entwicklung von neuen Modelle der Evaluation. Überschrift. Die Entwicklung von neuen Verschreibungsstrategien und der Betonung dessen, was primär geheilt werden muss, verläuft parallel zu den Wandlungen, die die Definition der Gesundheit mit der Zeit unterlief. Ebenso wie es verschiedene Verschreibungsstrategien gibt, existieren verschiedene Ansätze, die Wirksamkeit einer Verschreibung zu überprüfen. Und wie bei der Verschreibungsstrategie gilt, wer heilt, hat recht. Der Patient und seine Gesundheit sind der Prüfstein all unserer Theorien. Wir Homöopathen beschäftigen uns und leben mit und von der Homöopathie. Eines ihrer hervorstechendsten Merkmale ist die Individualisierung. Warum sollte ein Homöopath davon verschont bleiben? Ja, das ist etwas, was ich auch ständig sage, ihr erinnert, ne? Wo ich immer wieder sage, es muss individuell bleiben, auch beim Homöopathen, sonst ist es kein Gesetz. Die Entstehung eines neuen Behandlungsmodells läuft meist folgendermaßen ab. Ein Homöopath weicht ein wenig vom Dogma ab und macht eigene Erfahrungen. Die Erfahrung ist beobachtete Realität und darum unantastbar. Es folgt die Interpretation des Beobachten, dieses legitim und kaum zu vermeiden, ist aber bereits geprägt durch den Hintergrund und die bestehenden Glaubenssätze des Homöopathen. Als nächster Schritt folgt die Verallgemeinerung. So ist es, so hat es in jedem Fall zu sein. Spätestens hier hören Unantastbarkeit und der zu zollende Respekt jedoch auf. Die Bestätigung einer Überzeugung erfolgt häufig nach folgendem Muster. Ist die Überzeugung beispielsweise nach einer Verschreibung mindestens ein halbes Jahr zu warten, bleiben genau die Patienten übrig, bei denen das Mittel wirkte. Die restlichen suchen neue Wege und das Resultat lässt sich sehen. Eine hundertprozentige Bestätigung der Methode. Es folgt die Gründung einer Schule mit Anhängern des gleichen Dogmas. Sehr gut beschrieben, ich hoffe, ihr konntet dem folgen. All das ist menschlich und nicht allzu schlimm. Trägt bei der Farbigkeit unserer Kunst allein der Anspruch der Ausschließlichkeit, lässt den Schatten größer werden als den Nutzen. Also übersetzt, ne, der Absatz, es ist super und menschlich und trägt zur Vielseitigkeit bei, aber sobald man das Gefühl hat, es geht nur so, ne, dann wird der Schatten größer als der Nutzen. Wir Einzelnen sind, also das ist wirklich etwas, was ich genauso sehe wie Herr Spring, ehrlich gesagt. Das ist genau, ja, jetzt fühle ich mich sehr bestätigt in meinem Dogma, jedenfalls einzigartig, deshalb gibt es keine Regeln. Sonst wäre der Fall nicht einzigartig. Wir Einzelnen sind gefordert, unsere eigenen Erfahrungen, Interpretationen, Entscheidungen zu finden. Förderlich für das Wachstum des Wissens in der Homöopathie wäre es allerdings, zunächst die Erfahrung zu kommunizieren und erst dann als solche zu deklarieren, die eigene Interpretation. Jedes, also die Interpretation zu deklarieren. Jedes dieser Modelle, sei es in der Verschreibung oder Evaluation, ist ein Hilfsmittel, sich in diesem oft schwer fassbaren Kontinuum der Veränderung zurechtzufinden. Es sind Koordinaten über einem unbekannten Gebiet, unvollkommene Hilfsmittel, nicht Abbildungen der Realität. Deshalb prüfe ein jeder und entscheide selbst, wo und in welchem Fall es zur Klärung beiträgt und wo es die Sicht auf das Wesentliche vernebelt. Wir sind jetzt hier nicht bei der Verschreibung, sondern bei der Evaluation. Das heißt auch interessant, ne? Also auch verschiedene Fallverläufe kann ich anders interpretieren. Gibt ja bei Kent die 12 Beobachtungen. Jetzt kommen wir hier zu den Heringschen Heilungsregeln. Ne? Dann gibt es eine Organhierarchie. Ne?
und so weiter. Dann gibt es das von Dr. Hughes, dieses Innen-Außen, ne? Geistebenen-Hierarchien, Dimension der Intensität, Beobachtungen nach Kent kommen hier auch nochmal. Also das ist ein sehr interessantes Kapitel, wer sich dafür informiert. Ich sage vorher mal, was meine sind. Ich gehe immer nach Intensität, Häufigkeit und Dauer. Also sie haben die Beschwerden, was auch immer sie sind, haben die Beschwerden in Intensität, Häufigkeit und Dauer nachgelassen. Dann spreche ich davon, dass das Arzneimittel gewirkt hat. Wenn nur die Intensität zurückgegangen ist, bin ich noch nicht zufrieden. Wenn es nur weniger häufig ist, bin ich noch nicht zufrieden. Wenn es nur kürzer geworden ist, bin ich noch nicht zufrieden. Dann wird weitergearbeitet, wie auch immer. Also das ist ja noch der nächste Schritt nach der Evaluation. Was mache ich danach? Und das finde ich eine sehr einfache Sache, die auch der Patient gut beobachten kann. Ich sage, beobachten Sie bitte, wie stark sind Ihre Beschwerden, wie häufig kommen die und wie lange dauern die. Und wenn das abnimmt, sehr gut, kommen Sie erst wieder, wenn das stagniert. Weil auch dort gibt es ja noch Luft nach oben. Also die Frage ist ja, ja gut, es hat ein bisschen nachgelassen auf allem, das reicht. Und dann warte ich eben 12 Jahre ab. Also auch je nachdem, wie weit. So kann man dem Patienten dann noch sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel hat es denn abgenommen von der Intensität? Dann macht es natürlich einen Unterschied, wenn er sagt, ja, vorher war es 10, jetzt ist es 9. Denkt man, ja, gut, das ist schon nicht, was ich wollte. Aber vorher war es 10, jetzt ist es 2. Denkt man, 1a, läuft weiter, Mittel nicht wechseln. Also die Heringregel, die kennen ja wahrscheinlich die meisten. So, wenn wir da ein bisschen stiefmütterlich drüber gehen, gibt es auch einen Podcast. Konstantin Hering formulierte seine Beobachtung seines Heilungsverlaufs nach Verabreichung der korrekten Arznei in der nach ihm bekannten Hering-Regel. Im englischen Sprachgebrauch spricht man von Hering's Law, was nicht ganz korrekt ist, da ein Gesetz keine Ausnahmen duldet. Diese Absolutheit erfüllt die Hering-Regel aber offensichtlich nicht. Dennoch wurde sie von den Anfängen der Homöopathie bis heute in der Praxis fortlaufend bestätigt und ist heute die anerkannte Regel der Verlaufsbeurteilung. Die Regeln von Hering besagen, dass sich bei einer Heilung die Symptome in einer bestimmten Richtung bewegen. Jetzt kommt so ein Kasten. Bei einer Heilung bewegen sich die Symptome erstens von innen nach außen, das heißt vom Zentrum zur Peripherie, von wichtigen zu weniger wichtigen Organen, b von oben nach unten und c in umgekehrter Reihenfolge ihres Auftretens. In der Praxis werden selten alle drei Kriterien bei einem Patienten beobachtet. Meistens kann man nur ein, eventuell zwei Kriterien beobachten. Bei akuten und leichteren Krankheiten nämlich gar keins. Gemäß Peer Schmidt ist das Auftreten alter Symptome das wichtigste Kriterium, gefolgt von der zentrifugalen Bewegung der Symptome und der Bewegung von oben nach unten. Die Regel macht deutlich, dass es nicht genügt, wenn ein Symptom unter der Therapie verschwindet. Als Homöopath wollen wir wissen, wohin das Symptom verschwunden ist, und wir wollen wissen, was daraufhin passiert. Die von Hering geschilderten Beobachtungen zeigen, dass sich eine schwere Krankheit meist nicht ins Nichts auflöst, sondern dass eine Heilung durch die Bewegung der Symptome in einer definierten Richtung verläuft. Der Schwerpunkt der Erkrankung verlagert sich von zentral wichtigen Strukturen zu peripheren, weniger wichtigen. Diese Bewegung von Symptomen, auch Syndromes, hilft. Oh wow. Syndrome Shift. Oh, sehr gut. Gutes Wort. Syndrome Shift genannt, wurde bereits in den Aphorismen des Hippokrates beschrieben. Bei vielen geistigen Störungen ist Durchfall ein gutes Zeichen. Wenn ein RSIP von außen nach innen geht, ist das ein schlechtes Zeichen. Hippokrates 1895 bis 1900. Dieser Syndrome Shift wurde immer wieder durch beobachtet und beschrieben. Obwohl dieses Phänomen nach schulmedizinischem Wissen nicht erklärbar ist, war es bisher nicht Gegenstand der Forschung. Ja, besser ist so, für Sie. Also hier wichtig, das Auftreten alter Symptome, Heringsche Heilungsregeln sind natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich habe vorher gesagt, was meine zentralen Evolutionen sind. Natürlich haben wir aber auch andere Verläufe, das ist absolut richtig. Und hier sind Kent-Beobachtungen sehr wichtig, die all diese Themen auch wieder mit beeinflussen, aber auch Heringsche Heilungsregeln kann man anwenden. Und eben das Wiederauftreten von alten oder neuen Symptomen ist natürlich in einem Fall ganz was Wichtiges und muss gründlichst analysiert werden und führen zu verschiedenen anderen Schritten nachher. Wie lange sehen wir auf? Wir haben noch dicke Zeit, hervorragend. Hierarchie der Organe. Die drei Aussagen der Hering-Regel beschreiben die Bewegungsrichtung der Symptome in den Ebenen des Menschen. Was sie nicht beantworten, ist die Frage, in welche Richtung hat die Bewegung innerhalb einer Ebene zu erfolgen. Ist eine Bewegung, der sich von einer Lungenkrankheit zur Leber hin bewegt, positiv zu bewerten oder nicht?
Der Versuch hierzu, eine Hierarchie der inneren Organe basiert auf ihrer Wichtigkeit zu erstellen, orientiert sich an der Lebensnotwendigkeit des Organs und an der Ersetzbarkeit. Dies würde voraussetzen, dass der Organismus die Intelligenz hat, das zu schützen, was einerseits vital wichtig und andererseits weder regenerationsfähig noch leicht zu ersetzen ist. Bei der Zentralisation des Bluts im Kreislaufschock beweist er genau das. Eine Hierarchie innerhalb Organe können demnach so aussehen: ZNS Herz, Lunge, Niere, dann Leber, dann Magen, Darm, Haut. Hierarchie auf der Geistebene. Eine weitere Frage stellt sich bei der Bewegung von Symptomen innerhalb der Geist-Emotional-Ebene. Wie ist die Bewegung zu werten, die von einer Gedächtnisstörung hin zu einer fantastischen Weltsicht führt oder von einer Reizbarkeit zu tiefen Trauer? Als Beurteilungskriterium dient hier, wie stark die Möglichkeit, sein Leben kreativ und sinnerfüllt zu gestalten, eingeschränkt ist. Dieses Kriterium beinhaltet sowohl die Intensität als auch die Art der Störung. Wir können uns oder dem Patienten bei einer Verschiebung von Symptomen innerhalb der geistigen oder emotionalen Ebene folgende Frage stellen: Welcher Zustand gefährdet mehr Freiheit, sein Leben selbstbestimmt, kreativ und sinnerfüllt zu leben? Aus dieser Sicht wäre eine leichte Gedächtnisstörung der engen und limitierten Weltsicht eines Fanatikers vorzuziehen. Im Beispiel der Reizbarkeit und Trauer wäre zuerst zu klären, inwieweit diese adäquat und nachvollziehbar sind, zum Beispiel als Teil eines Bewältigungsprozesses alter Verletzungen. Auch hier ist entscheidend, ob der Patient dabei trotz des Leidens Erleichterung und Befreiung erfährt oder ob er unter seinen unkontrollierbaren Gefühlen leidet. Ja, wichtiger Punkt, ne? Beides sehr wichtige Punkte. Also da muss ich wirklich Bescheid wissen, alte Symptome treten wieder auf. Inwieweit ist das eine Verbesserung von innen nach außen? Was heißt das? Und das trifft eben sehr auf die Haut- oder Schleimhautebenen und ist für die Patienten aber genau das, was sie so leicht unterdrücken können und auch in der Vergangenheit leicht unterdrückt haben und inzwischen auch von ihren Eltern beigebracht bekommen haben, dass solche Haut- und Schleimhautsymptome a. leicht zu behandeln und b. auch notwendig sind zu behandeln, bis man dann an die inneren Themen herankommt und dann schwierige, kostspielige, intensive medizinische, homöopathische Therapien in Anspruch nehmen muss, die dann im homöopathischen Fall genau das, was man jahrelang bekämpft hat, wieder zurückbringt. Also viele homöopathische, langjährige Therapien haben zwischendrin diesen Frust vom Patienten, dass er die alten Symptome, die er mühsam mit Antibiotika x-mal behandelt hat, jetzt wiederkommen. Ich dachte, ich habe es jetzt endlich geheilt. Weil eben das die Vorstellung davon, Bakterien zu töten und dass das eine Heilung im Körper auslöst, sehr weit verbreitet ist, wenn sie natürlich inhaltlich gesehen komplett unlogisch ist. Genauso wie unlogisch ist, dass ich mit Algifor und Ibuprofen und dafür gar nicht, wie all das Zeug heißt, mein Immunsystem hemme und das irgendeine Form von Heilung auslöst. Sehr absurd. Aber wird nicht weit hinterfragt, ne, so wie das, wie wir das auch wieder haben, ein beobachtbares Phänomen von diesem Auftreten alter Symptome ist zwar sichtbar und auch die Heilungsverschiebung sichtbar, wird aber nicht untersucht, weil will man auch nicht so genau wissen. Wenn man medizinisch fix festgehalten hätte, dass meine Antibiotika unterdrückend sind und im Zweifel Herzbeschwerden auslösen oder Krebs als Folge davon, ne, ich meine, was soll ich dann anschließend als Arzt noch machen? Das ist eher ein Selbstschutz, das nicht zu erforschen. Weil es ein ganzes zentrales Baustein unserer Erde in Frage stellen würde. Und wenn das kippt, oder? Ich meine, was das für ein absolutes Desaster wäre auf dem Planeten, wenn von heute auf morgen die Schulmedizin wissenschaftlich bestätigt bekäme, dass das, was sie machen, krankheitsfördernd ist. Also stell dir vor, von heute auf morgen verlieren alle Leute im Gesundheitswesen ihren Job. Zum Beispiel. Oder alle Patienten verlieren das Vertrauen in das. Es wäre das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte auf dem Planeten. Also massiv, ne? Und die ganzen Schuldthemen, die dahinterher kommen und was nicht was alles. Also insofern, selbst wenn es so eine Forschungsergebnisse gibt, und die gibt es bestimmt, ne, dann werden die aus Schutz für die Menschheit zurückgehalten. Ne? Das wäre existenzgefährdend und würde 100% im schlimmsten Fall in irgendwelche bürgerkriegsartigen Zustände ausarten. Ne? Wenn das wirklich definitiv ist und irgendjemand kriegt den Nobelpreis dafür, herauszufinden, dass sowohl Schmerztherapie als auch Antibiotikatherapie als auch andere Therapien, die Symptomen
behandelnd sind, ne? Wenn die krankheitsfördernd sind und dafür kriegt jemand Nobelpreis für das Forschungsergebnis. Ne? Au revoir. Und dann ist ja auch die Frage, ne, was soll man denn machen? Sollen sie sich plötzlich dann alle als Homöopathen umschulen? Also das ist ja genauso absurd. Das gilt natürlich nicht für die Bereiche in der Medizin, die natürlich dann absolut notwendig sind. Das wisst ihr auch aus dem Podcast. Ich bin ja gar nicht dagegen oder habe das Gefühl, die hätten keine Daseinsberechtigung. Ne? Aber die werden ja auch alle über einen Kamm geschert. Ne? Also wenn der Ruf, wenn die Rufschädigung von der Medizin groß genug ist, das sieht man ja bei Patienten auch, dann gehen die ja zu gar keinem Arzt mehr. Also die gehen ja nicht einfach zu einem Arzt nicht mehr oder zu einem Bereich von Arzt sein nicht mehr, ne? Sondern die haben ja den Misstrauen gegen alle anderen Arztbereiche auch noch gerade mit, die ja oft vielleicht gar nicht unterdrückend sind, ne? Sondern die ja notwendig sind. Ich meine, einen Notfalldienst in der Medizin zu besitzen und dort all diese Medikamente auch anwenden zu können, um das Leben des Patienten zu erhalten, ne? Ich meine, das will ja niemand abschaffen. Also hoffentlich, ne? Ja. Aber wir kommen da weg von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das andere ist, dass wir sozusagen auf der Organebene dann aber sehen, ne, dass diese Sachen ablaufen, beobachten haben und das natürlich nehmen können. Und dann kommt es eben nachher zu Schleimhautabsonderungen, dann kommt es zu Hautproblemen. Und das ist natürlich wichtig, dass ich das als Homöopath weiß, dass das eine Option ist und das aber auch genau untersuche. Sieht man immer wieder oft auch, das ist etwas, was auch bei der HFP oft angeprangert wird, dass solche alten Symptome einfach als Verbesserung hingestellt werden und dann nicht weiter behandelt werden, weil hier natürlich sich schon wieder dann, was folgt daraus, ne, die verschiedenen Verschreibungstechniken, die ja in dem Buch offensichtlich ausstehen, die ja dann je nachdem nahelegen, etwas zu machen oder nicht. Also da haben wir ja dann wieder verschiedene Schulen und Arten der Homöopathie, die dann beurteilen, okay, altes Symptom tritt wieder auf, muss ich das behandeln oder nicht? Da kann man sich natürlich jetzt lang drüber streiten. Wir können jetzt eine halbe Stunde drüber reden, wenn das alte Symptom damals unterdrückt worden ist und jetzt wieder auftritt. Dann ist es ja offensichtlich damals nicht geheilt worden. Und wenn das jetzt auftritt wieder, ist das davon, dass ich das Arzneimittel, was ich gegeben habe, hilft das, das alte Symptom wieder vorzuholen, damit ich es dann behandle, richtig? Dann müsste ich nämlich beim Auftreten eines alten Symptoms gerade weiter therapieren? Oder ist die Lebenskraft so gestärkt, dass sie das alte Symptom wieder hervorbringt und selbstständig heilt? Das ist ganz etwas anderes. Dann muss ich natürlich nichts tun, weil Selbstheilungskraft so stark ist, dass sie nicht nur die alten Symptome wieder hervorbringt, sondern auch behandelt. Die Lebenskraft. Da muss ich kein weiteres Mittel geben. Das heißt, das ist oft eine sehr unbefriedigende Aussage dann für meine Patienten. Ich sage, keine Ahnung, wir müssen es im Verlauf abwarten. Grundsätzlich ist das Auftreten alter Beschwerden gut. Und wenn es dann auch noch heilt, haben wir alles richtig gemacht. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Sache wird, die nicht selbstständig heilt, oder wo wir sehen, das läuft so schlecht, dass es sogar wieder eine Behandlung benötigt, dann behandle ich es lieber homöopathisch weiter, als dass die Patientin wieder bei Antibiotika hängt und wir vom Neuen anfangen, mit den neuen Themen wieder von vorne. Das bringt ja gar nichts. Ebenso ist es auf der Gemütsebene. Wenn ich einen Fall habe, Folge von irgendeinem Schicksalsschlag und sie konnte damals nicht weinen und nach dem Mittel tritt das wieder auf, sie kann wieder weinen, dann ist das ein Verarbeitungsprozess, der damals hätte stattfinden können, der jetzt stattfindet und den Patienten erleichtert. Und das muss ich aber auch einfragen. Wie geht es seither mit den anderen Beschwerden? Seit habe ich viel weniger Kopfschmerzen, ich schlafe viel besser, ich kann wieder essen, ich habe wieder mehr Freude im Leben. Toll. Seit dem Mittel versinke ich in meinen Tränen und komme gar nicht raus. Heißt, dort muss man weiterarbeiten. Aber man muss dann auch wissen, was man da tut. Das ist jetzt ein anderes Thema, schneiden wir hier auch noch an. Weil die Frage ist natürlich dann, wie? Habe Mittel gegeben, wo der Patient wieder anfängt zu weinen und seine Gefühle wieder spürt. Aber er kommt nicht selber raus. Dann ist wieder dieselbe Frage wie beim Körper. Braucht das Mittel von damals, vom Schock? Braucht sie jetzt ein aktuelles? Was passiert, wenn ich es jetzt mit Gelsemium unterdrücke? So. Also viele Fragen, die danach folgen. Und deshalb ist natürlich so wichtig, dass ich erst den Fall richtig evaluiere. Und eben dort wäre der Tipp heute von Beat Springer, sich ja nicht festzulegen auf was, sondern das einerseits individuell zu handhaben, andererseits aber auch immer in Relation zu stellen und kritisch zu beobachten, weil das nämlich für jeden Fall auch wieder anders ist. Also Dimension der Intensität kommt jetzt hier, Kriterien nach Beurteilung nach Hering,
Dann kommen hier 13 Beobachtungen nach Kent. Das sind aber alles so große Kapitel, dass ich vorschlage, dass wir das lassen. Vielleicht hat es euch ja gewundert gemacht. Ihr geht selber lesen in dem Buch. Und ich denke, wir haben sehr viel heute angesprochen. Das langt auch so, finde ich. 20 Minuten ist eine gute Größe. Fand ich sehr spannend. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt 3 Folgen im... Oh, warte, da sind Sachen im Chat, die mache ich noch. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre doch eiskalte oder halb erfrorene Hände im Winter, werden unter warmem Wasser gehalten, ist palliativ. Kühles Wasser wäre ähnlich, homöopathisches Prinzip. Genau. Könnt ihr gerne auch im Live-Video dann anschauen, den Chat. Ne? Um welches Buch handelt es sich hier? Kann man das einblenden bitte? Nee, kann ich nicht, weil mir das technisch nicht möglich ist. Aber ich sag gerne nochmal, wir hatten als erstes Orgonon der Heilkunst Auflage 6. Danach hatten wir Dr. Hughes, eine Reise einer Krankheit. Und das letzte war jetzt Beat Spring, Verlaufsbeurteilung in der Homöopathie. Also einblenden, ne? Das kann ich einblenden. Ich weiß nicht, ob das unter einblenden zählt, aber ich kann sie die Kamera halten. Das kann ich. Ja. Orgonon der Heilkunst. Und Reise einer Krankheit von Dr. Hughes, das ist die neueste Auflage, deshalb sieht das ein bisschen anders aus. Ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ihr könnt das alles nachhören, das Live-Video bleibt. Ich beende das jetzt einfach nur, aber ihr könnt das, wenn das braucht, einen kleinen Moment zum Hochladen, dann könnt ihr das auch weitergucken. Das bleibt auch auf dem Kanal und ich habe ja alles separat aufgenommen auf dem im Podcast. Das wird also in den nächsten Samstagen ausgestrahlt, dann könnt ihr jetzt auch noch ganz bequem hören über eure Podcast-Abspielgeräte. Da kriege ich sogar Grüße. Ah, ist ja super. Ey, wenn ihr live dabei seid, ist auch mega schön. Freut mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Langes her. Ich habe wieder richtig Lust zum Abschweifen und gar nicht das reden, was in der Folge am Anfang ist. Macht mir Riesenfreude. Das heißt, Leseecke werden wir wieder einführen. Werde ich wieder machen dieses Jahr. Was sonst so passiert in den Dienstagfolgen, gibt ein paar Interviews. Es wird 2 große Homöopathie-Kongresse geben, da werde ich euch aber noch informieren, da bin ich auch sehr eingebunden. Beides mal als Moderator, darf also selber nichts klugscheißen, sondern darf nur ankündigen. Das könnt ihr euch vorstellen, da muss die ganze Zeit die Klappe halten und zuhören. Genau, aber es wird ihr alles noch mitbekommen und hören, wenn es dann soweit ist. Und eben auf der anderen Seite wird es immer mehr so Fachpodcasts geben, habe ich ja schon gesagt, ne? Milchmittel, Miasmen, Laienweiterbildungen, Kaliumsalze, ne? Da wird es so kleinere Fachserien zum Kaufen auch geben. Ich will das ausbauen, eben auch wenn das aktuell nicht besonders gut läuft und es keiner kauft. Ist aber in Ordnung, ich mach's trotzdem. Einfach, weil es auch nicht gibt und vielleicht kommt ja irgendwann noch dann der große Durchbruch mit irgendeiner dieser Serien, die dann den Zahn von euch trifft, was ihr gern hättet. Und dann lohnt sich das sogar noch wirtschaftlich, was ich da tue. Weil es ist erstaunlich teuer, so einen Podcast auszustrahlen, fachmäßig. Macht nichts, mache ich sehr gerne und macht mir sehr viel Spaß, wie man ja merkt. Und wünsche euch jetzt ganz einen schönen Tag und für den Podcast wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende. Tschüss!